بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Zunächst ist einmal bitte ich die Brüder alle nach vorne zu kommen, inshallah. Also in diese erste Hälfte. Hier, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Auch die Schwab, die da sitzen, inshallah. Kommt mal, baraka, 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 inshallah. Baraka, nur, rahma, mahabba, mawadda. Jazakumullahu khairan. Meine lieben Geschwister, wir wollen uns heute, inshallah ta'ala, mit dem zweiten Teil von Surat al-Jinn beschäftigen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es heute komplett schaffen werden, aber ich gebe mir Mühe, falls nicht, dann werden wir noch einen dritten Teil zu Surat al-Jinn haben. Kommen wir insha'Allah ta'ala zu einigen nochmal Fragen zu Surat al-Jinn, die ihr mir insha'Allah ta'ala beantworten könnt. Als kurze Wiederholung insha'Allah ta'ala. Zunächst einmal Surat al-Jinn, eine mekkanische oder eine medinensische Sura? Mekka. Klar, mekkanische Sura, eindeutig. Ohne Diskussion, ja, weil der Hintergrund dieser Sura eindeutig ein mekkanischer Hintergrund ist. Und zwar hatten wir uns ja auch mit den Offenbarungsanlässen beschäftigt gehabt. Und da stellt sich die Frage, noch einmal, was war denn der Offenbarungsanlass? Oder zumindest, was wissen wir denn über den Hintergrund dieser Sura? Wann wurde diese Sura offenbart und in welchem Kontext wurde diese Sura offenbart? Ja, bitte. Im 9. oder 10. Jahr, nachdem der Prophet zum Propheten berufen wurde, also relativ spät. Ja. Jahr 10 oder 11, richtig, korrekt. Und was ist der Hintergrund? Warum wurde diese Sura offenbart? Wer kann sich erinnern? Es war das Trauerjahr. Genau, es ging hier um das Trauerjahr. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja? Also Allah wollte zeigen, dass er mit seiner Dawa auch jemanden erreichen kann. Selbst wenn er glaubt, dass er keinen erreicht. Richtig, und zwar nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam von At-Ta'if gekommen ist und dann gebetet hat, haben einige Jinn das gehört und er war ja voller Trauer gewesen, sallallahu alaihi wasallam, woraufhin dann Allah ihn darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass die Jinn den Islam angenommen haben. Es gab noch andere Offenbarungsanlässe, deswegen gibt es wahrscheinlich mehrere Ereignisse, wo die Jinn dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugehört haben. Wir hatten von bis zu 6 Ereignissen gesprochen gehabt, wo die Jinn dem Koran gelauscht haben und auch Kontakt aufgenommen haben oder besser gesagt den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen haben. Und unter anderem gab es auch einen Grund, nämlich dass mit der Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam und seiner Entsendung die Jinn nicht mehr wie früher die Nachrichten des Himmels abhören konnten. Weshalb sie dann geschickt wurden, um zu erfahren, was ist denn los. Und einige Jinn dann den Propheten sallallahu alaihi wasallam getroffen haben, während er auf dem Weg zu dem Markt Ukav gewesen ist. Ihr könnt euch erinnern, es gibt 3 Märkte in der Jahiliyyah. Oder es gab 3 Märkte in der Jahiliyyah. Welche waren das? Wir hatten die 3 Märkte der Jahiliyyah auch genannt gehabt. Ah, oh, wer jetzt mitgeschrieben hat, der ist klar im Vorteil. Sopran, ich sag's immer wieder. Solche Informationen vergisst man, wenn man das nicht mitschreibt. Ah, wer weiß es. Was sind die Märkte der Jahiliyyah? Die Schwestern dürfen auch gerne mitmachen, inshallah ta'ala. Die Märkte der Jahiliyyah, wie hießen sie? Ja. Einen kennst du. Dhul Majaz? Ja? Seine? Dann Nummer 2. Rukav und Majinna. Tamam? Waren 3 Märkte, ja, in der Jahiliyyah-Zeit um Mekka herum, die sehr bekannt gewesen waren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, er begab sich dort
auf dem Weg, ja, und sie haben dort den Propheten sallallahu alaihi wasallam dann gehört, ja, wie er den Koran rezitiert hat im Gebet, woraufhin sie dann diese Dinge gesagt haben, welche wir auch besprochen hatten. Tamam. Wir hatten gesagt gehabt, dass diese Sura in zwei Hauptteile untergliedert werden kann. Einmal ein Teil, wo die Dschinn von sich selbst berichten und von sich selbst erzählen. Und Allah Ta'ala uns somit einen Einblick gewährt in die Welt der Dschinn. Diese sehr merkwürdige Welt, die für uns völlig fremd ist, die wir uns kaum vorstellen können. Und der zweite Teil ist ein Teil, wo Allah Subhanahu wa Ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam noch einmal bestimmte Gebote auf seinem Weg der Da'wah mit auf den Weg gibt. Und wir hatten auch aufgezeigt gehabt, inwiefern Surat al-Jinn mit den anderen Suren in Juz Tabarak zu tun hat. Gerade Surat Nuh, Surat al-Jinn, Surat al-Muzammil und Surat al-Muddathir. Habt ihr das noch in Erinnerung, inwiefern diese Suren miteinander in Verbindung stehen? Überlegt mal, denkt mal nach. Was hatten wir gesagt gehabt? Ja. Ich gebe euch noch mal 10 Sekunden Zeit zum Nachdenken, inshallah. Gibt es hier jemanden, der was schreibt auf Facebook? Vielleicht gibt es ja da einige, die mitgeschrieben haben. Bei den Schwestern auch niemand. Wir hatten gesagt gehabt, dass diese Suren dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam im Grunde genommen ein ganzes Konzept der Da'wah mitgeben. Surat Nuh, die wir noch besprechen werden, insha'Allah ta'ala, in der es um diesen edlen Propheten, Sheikh Rusul, dem Sheikh aller Gesandten, dem Vater aller Gesandten, dann auch beschreibt, wie er jede Form der Da'wah ausprobiert hat und nicht aufgegeben hat. Und erst nach 950 Jahren Allah Ta'ala gebeten hat, dass er keine Ungläubigen mehr auf der Erde weinen lassen soll. Und dann Surat al-Jinn, die aufzeigt, dass wenn die Menschen auch nicht glauben, die ich jetzt gerade einlade, es andere, sogar Geschöpfe geben kann, neben den Menschen, welche von dieser Botschaft und der Verkündung dieser Botschaft profitieren können. Und dass ich als Muslim niemals aufgeben darf, meine Da'wah fortzuführen. Weil wenn vielleicht die einen davon nicht profitieren, dann kann es vielleicht andere geben, welche davon profitieren. Und indirekt auch eine Warnung an die Menschen, dass sie ausgetauscht werden können. Und dann Surat al-Muzammil, wo es um den Proviant eines Da'ir geht. Nämlich, dass er sich spirituell vorbereiten muss für diesen Weg und immer wieder auch sich wappnen muss und stärken muss mit Spiritualität. Und dann Surat al-Muddathir, wo es nochmal um diese ganz klaren Grundlagen gerade am Anfang des Sure geht, ja, die wir auch ausführlich besprochen hatten, diese 6 Gebote an unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sehr, sehr wichtig. Und wir hatten uns letzte Woche mit den ersten Versen von Surat al-Jinn beschäftigt gehabt. Und zwar sind wir gekommen, soweit ich mich entsinnen kann, zum Vers Nummer 7. Bis zum Vers Nummer 7. Und in diesen ersten Versen beschreiben die Dschinn. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er bekommt die Aufgabe zu sagen, ja, dass ihm offenbart wurde, dass eine Gruppe der Dschinn den Islam angenommen hat. Und dass sie beeinflusst wurden durch die Rezitation des Korans und direkt den Glauben angenommen haben und sich abgewandt haben vom Schirk und dann angefangen haben, über sich selbst zu erzählen und über ihre Beziehung zu den Menschen, und dass es unter den Menschen gab, welche versucht haben, Schutz bei einem Dschinn zu suchen.
was ihn nur noch mehr in die Irre geführt hat. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْجِنِّ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Und manche Männer von den Menschen pflegten Zuflucht zu nehmen bei einigen Männern von den Jinn. Doch mehrten sie so bei ihnen die Drangsal. Also sind noch weiter in die Irre gegangen, wurden noch abhängiger von den Jinn. Und dann, dass sie deswegen auch Kufr begangen haben. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبَعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. Und sie meinten, wie auch ihr meint, dass Allah niemanden mehr als Gesandten schicken würde. Das ist die letzte Ayah, soweit ich mich entsinnen kann, welche wir letzte Woche besprochen hatten. Und jetzt geht es weiter. Die Jinn erzählen weiter von sich. Und in der nächsten Ayah gehen sie auf ein ganz wichtiges Thema ein, was auch viele Menschen in die Irre geführt hat. Und worauf auf das Allah Ta'ala am Ende der Sura noch einmal eingehen wird. Und zwar geht es jetzt um eine Sache, welche mit dem Ghaib, mit dem Verborgenen und mit der Welt des Verborgenen zu tun hat. Dass die Jinn versucht haben, diejenigen unter den Menschen, mit denen sie zusammengearbeitet haben, mit Informationen zu versorgen, welche sie durch das Belauschen des Himmels erfahren haben. Und genau das ist es, was sie jetzt sagen. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Und wir haben den Himmel abgetastet. Berührt. لَمَسْنَا von Lems, ist berühren. Aber festgestellt, dass er mit strengen Wächtern und Leuchtkörpern gefüllt worden ist. Und noch einmal hier zur Wiederholung. Wir hatten ja diesen Offenbarungsanlass, den wir heute nochmal wiederholt hatten, dass die Jinn sich gewundert hatten, da ist irgendetwas nicht in Ordnung, irgendetwas hat sich verändert. Und zwar, wir konnten vorher ohne jegliche Probleme einfach den Himmel belauschen und die Enge belauschen. Aber irgendetwas hat sich verändert. Der Himmel hat sich verdichtet. Plötzlich gibt es Wächter im Himmel. Und Allah Ta'ala, er spricht hier von strengen Wächtern. Haras Shadid. Ein Haris ist ein Wächter. Yahrus, er bewacht etwas. Und Shuhuba sind Leuchtkörper von Shihab. Shihab kann auch eine Sternschnuppe sein. Shihab ist auch eine Sternschnuppe. Und jetzt sagen sie, was passiert, was sich konkret geändert hat. Und zwar, وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Und wir pflegten ja an Stellen von ihm, also sozusagen vom Himmel, Sitze zum Abhören einzunehmen. Wer aber jetzt abhört, der findet einen auf ihn wartenden Leuchtkörper. Das heißt, sollte es einer der Jinn versuchen, den Himmel abzuhören, was passiert dann? Dann wird er vernichtet. Es stellt sich natürlich eine ganz wichtige Frage. Und zwar heißt es, dass die Sternschnuppen, die wir am Himmel sehen, immer etwas mit einem Jinn zu tun haben? Nein, das heißt es nicht. Hier steht nichts in diesen Ayat, dass jede Sternschnuppe automatisch was? Ein Schuss sein muss gegen einen Djinn, der versucht gerade den Himmel abzuhören. Das steht nicht darin. Ja, wir wissen nicht einmal, ob wir Menschen überhaupt die Fähigkeit haben, diese Shuhub zu sehen. Das wissen wir gar nicht. Also wir wissen nicht, ob die Sternschnuppen, die wir am Himmel sehen, irgendetwas zu tun haben mit den Shuhub, von denen die Djinn sprechen. Vielleicht können wir das gar nicht sehen. Vielleicht ist das etwas, was nur die Djinn sehen können und wir überhaupt nicht sehen können. Das heißt, wir dürfen hier nicht sozusagen den Fehler machen, dass wir sagen, jede Sternschnuppe ist automatisch was? Es ist automatisch, ja, ein Djinn, der verbrannt ist. Und den Allah subhanahu wa ta'ala beschossen hat, weil er nämlich versucht hat, den Himmel zu belauschen. Nein. Sondern diese ganz natürlichen Phänomene, welche wir im Universum haben, die wir auch physikalisch nachweisen können, die müssen nicht immer etwas mit diesen theologischen Aspekten zu tun haben. Sie können, aber sie müssen nicht. Es kann sein, dass es wirklich Sternschnuppen gibt, die vielleicht etwas damit zu tun haben. Aber es muss nicht sein. Wir wissen es einfach nicht. Es gehört zu was? Es gehört zu dem Alam al-Ghaib,
nicht dem Alam al-Shahada. Es gibt Alam al-Ghaib und es gibt Alam al-Shahada. Alam al-Ghaib ist die verborgene Welt. Und all das, was wir gerade hier hören, durch die Jinn selbst, was sie erzählen, gehört zum was? Zum Alam al-Ghaib. Zu der verborgenen Welt. Das heißt, das sehen wir überhaupt nicht. Wir sehen ja keinen Jinn. Wir wissen ja nicht einmal, wie ein Jinn wirklich aussieht, außer das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns erzählt hat. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, ob man das sehen kann oder ob man es nicht sehen kann. Und dementsprechend dürfen wir als Muslime nicht den Fehler machen, dass wir glauben, okay, alles, was jetzt sozusagen am Himmel passiert, hat irgendetwas mit den Jinn zu tun. Nein. Sondern es könnte sein, aber es kann auch nicht sein. Wir wissen es einfach nicht. Es liegt im Wissen Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein. Was lernen wir aber daraus? Etwas sehr, sehr Wichtiges. Und zwar lernen wir daraus, dass die Botschaft des Koran und die Botschaft unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eine Botschaft ist, welche uns vor den Shayatin bewahrt. Weil das ist ja das Wichtige für mich. Ich weiß, dass die Botschaft des Koran und die Botschaft Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die Botschaft des Islam als Ganzes, eine Botschaft ist, die, wenn ich sie befolge, mich vor den Wegen des Shaitans stützt. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass wir im Koran in mehreren Ayat immer wieder eine Aufforderung von Allah Ta'ala an die Gläubigen vorfinden. Und zwar, dass wir als Muslime nicht die Fußstapfen des Shaitans befolgen sollen. Ich habe das hier insgesamt viermal. Viermal, wo Allah Ta'ala die Gläubigen dazu auffordert, nicht in die Fußstapfen des Shaitans zu treten. Ja, ayyuha alladhina amanu dukhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. O die ihr glaubt, tretet allesamt in den Islam ein und folgt nicht dem Fußstapfen des Satans. Er ist euch ja ein deutlicher Feind. Ja, ayyuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. O ihr Menschen, esst von dem, was es auf der Erde gibt, als etwas Erlaubten und Guten und folgt nicht dem Fußstapfen des Satans. Er ist euch ein deutlicher Feind. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Und an viel lässt Allah entstehen, Lasttiere und Kleintiere. Esst von dem, womit Allah euch versorgt hat und folgt nicht dem Fußstapfen des Satans. Er ist euch ein deutlicher Feind. Allahu Akbar. Immer wieder dasselbe. Allah Ta'ala, er hat uns hier, ja, und dann auch noch die, ja, ayyuha alladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan, wa man yattabi' khutuwati ash-shaytani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. O die ihr glaubt, folgt nicht dem Fußstapfen des Satans, denn wer dem Fußstapfen des Satans folgt, der gebietet das Schändliche und Verwerfliche. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Und ohne die Huld Allahs gegen euch und seine Barmherzigkeit würde niemand von euch jemals lauter sein, jemals rein sein. Aber Allah hat uns gezeigt, wie wir uns reinigen können. Durch den Koran, durch die Botschaft des Korans, durch unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam, dessen Aufgabe es gewesen war, uns das Buch zu lehren und die Hikma, die Weisheit, wie wir es richtig umsetzen und uns zu reinigen und zu läutern. Aber Allah läutert, wen er will und Allah ist allhörend und allwissend. Und deswegen finden wir, subhanallah, finden wir was in der Geschichte von Iblis mit Allah Ta'ala, wo er schwört, dass er die Menschen in die Irre führt. Was sagt Iblis dann am Ende? Er macht eine Aussage, er sagt, ich werde sie alle in die Irre führen. Außer wem? إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Allahu Akbar. Alle werde ich in die Irre führen. Außer wen? Außer deine auserwählten Diener oder deine aufrichtigen Diener. Also مُخْلِصِينَ und مُخْلَصِينَ, beides geht. Subhanallah. Das heißt, wenn ich am Koran festhalte, wenn ich am Islam festhalte, dann bin ich geschützt, genauso wie der Himmel geschützt ist. Subhanallah. Schaut mal. Ja? Weil das ist ja das Wichtige für mich. Ich bin geschützt. Ich bin geschützt davor, zu einem Wahrsager zu gehen. Was viele Muslime auch heutzutage machen. Viele Muslime gehen zu Wahrsagern. Viele. Und denken, sie könnten durch ihn irgendwelche Informationen über die Zukunft erlangen.
lesen Kaffeesatz, machen andere Dinge und denken, ah, ein Glas oder ein Finjan, was heißt das, eine Tasse Kaffee, ja, kann mir, türkischer Kaffee, ja, kann mir etwas über die Zukunft sagen. Ja, aber die Leute denken das wirklich. Und Allah Ta'ala, er hat mich durch diese Botschaft des Korans davor bewahrt. Das heißt, der Koran und der Islam sind auf der einen Seite ein Schutz für den Himmel als Ganzes, aber sie sind auch ein Schutz für jeden Einzelnen von uns. Sie sind auch ein Schutz für jeden Einzelnen von uns. Und immer wieder finden wir auch diesen, subhanallah, diesen Zusammen- oder diesen Vergleich zwischen dem Schutz des Himmels und dem Schutz der Religion für den einzelnen Gläubigen. In einer Überlieferung, die haben wir gestern im Unterricht auch genannt gehabt, sehr, sehr schöne Überlieferung. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, An-Nujumu Emanatun Lissama. Die Sterne sind der Schutz für den Himmel. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومِ أَتَتَ السَّمَاءَ مَتُوعَتْ. Und wenn die Sterne verschwinden, was wird dann passieren? Dann wird dem Himmel geschehen, was ihm verheißen wurde. Also der jüngste Tag wird beginnen. وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِ. Und ich bin was? Ein Schutz für meine Gefährten. Wenn ich nicht mehr da bin, dann wird meinen Gefährten das geschehen, was ihm versprochen wurde. Subhanallah. Und meine Ashabi, meine Gefährten, sind Schutz für die Umme. Und wenn sie gehen, wird der Umme das geschehen, was ihr verheißen wurde. Das heißt, diese Religion, wenn du sie praktizierst, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dann ist sie ein Schutz für dich. Viele denken, sie müssen zu irgendwelchen Leuten gehen, damit sie sich schützen lassen können und hängen sich an irgendwelche Sachen um. Viel mit Aberglaube, hat viel mit Aberglaube zu tun. Du hast den besten Schutz. Du hast den besten Schutz, es ist der Koran. Du musst ihn nur lesen. Du hast den besten Schutz, die Sunna, die Ad'iya unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Du musst sie nur einfach am Morgen und am Abend aufsagen, das war alles. Und so schützt du dich. Du brauchst diese ganzen Sachen nicht. Und im Übrigen, der Koran ist nicht herabgesandt worden, damit wir uns ihn umhängen. Sondern der Koran, er ist herabgesandt worden, damit wir uns mit ihm beschäftigen und damit wir ihn umsetzen. Der Koran ist nicht herabgesandt worden, damit wir ihn einfach nur auf Friedhöfe rezitieren und Gräber. Der Koran ist herabgesandt worden, um tote Herzen zu beleben. Und wenn wir das nicht verstehen, dann wird der Koran auch in unserem Leben nichts bringen. So einfach ist das. Wir wundern uns, warum ändert sich die Umma nicht? Ja, weil sie nämlich genau das getan hat. Sie hat den Koran im Grunde genommen für die Toten vorgesehen. Den Koran nur für irgendwelche abergläubischen Dinge verwendet. Aber die eigentliche Botschaft des Korans, von der hat sich der Großteil der Umma abgewandt. Wala hawla wala quwwata illa billah. Es gibt eine interessante Interpretation, die ich heute nochmal gelesen habe, wo einige Gelehrte versucht haben, diese Ayat, die wir gerade gehört haben, diese beiden Ayat, ja, und zwar dieses Abhören und die Stellen, wo man abhört, metaphorisch zu sehen. Das heißt im übertragenen Sinne, also nicht wortwörtlich, sondern metaphorisch. Und sie haben gesagt, die Maqa'id al-Sam', diese Orte, wo man sich hingesetzt haben, um zu hören, sind die Mawadi' al-Shubah, allati yuwaswis biha al-Jinn fi sudurin nas. Das heißt, das sind die Sachen, ja, welche die Einwände, die Zweifel, welche der Shaitan versucht, in dein Herz oder sozusagen in deine Brust einzuflüstern. Und der Schutz al-Haras sind die Al-Adillatu al-Aqliya, allati nasabaha subhanahu wa ta'ala li hidayati ibadi. Und dieser Schutz, ja, sind die rationalen Argumente, welche Allah Ta'ala den Menschen gegeben hat, um zur Wahrheit zu gelangen. Während die Shuhub, das heißt diese Sternschnuppen, die universellen Belege in der Schöpfung Allah Subhanahu wa Ta'ala sind, welche Allah Ta'ala den Menschen gegeben hat, durch die sie dann zur Wahrheit gelangen. Allahu a'lam.
Allahu alam. Es kann beides gemeint sein, aber also die meisten Mufassirun, und das ist auch meine Meinung, gehen davon aus, dass das schon wörtlich zu verstehen ist. Und dagegen spricht auch nichts, dass wir das wörtlich annehmen, weil das gehört zum Ghaib. Es gibt viele Leute, die versuchen, alles umzuinterpretieren. Man nennt das auch diese Entmystifizierung der Religion. So ein Begriff in der Religionswissenschaft findet man häufig. Entmystifizierung. Das heißt, man versucht, die Wunder, welche wir in den unterschiedlichsten Religionen haben, nicht nur im Islam, auch in den anderen Religionen, versucht man, ja, im Grunde genommen rational zu erklären. Rational zu erklären. Und zu sagen, es gibt eigentlich keine Wunder. Aber was ist das Problem, dass es Wunder gibt? Was ist das Problem, dass es verborgene Dinge gibt? Warum kann ich als Mensch das nicht einfach akzeptieren? Dass es Dinge gibt, die ich nicht sehen kann, die zum Verborgenen gehören. Dass es eine Welt gibt, die ich nicht sehen kann. Was spricht auch rational dagegen, dass es solch eine Welt geben kann? Ich meine, eigentlich müsste doch rational alles dafür sprechen, dass es eine Welt gibt, die ich nicht sehen kann. Rational müsste alles dafür sprechen. Warum? Weil meinen wir wirklich als Menschen, dass wir die einzigen Geschöpfe sind auf dieser Welt, neben vielleicht noch den Tieren und Pflanzen, und dass es nichts anderes gibt? Was spricht dagegen, dass es eine Welt gibt, die wir nicht sehen können? Ich meine, die Menschen haben relativ spät erkannt, dass es Wellen gibt, Radiowellen und solche Dinge. Sie haben relativ spät erkannt durch Mikroskope, dass es Bakterien gibt und Viren und so weiter und so fort. Nur weil wir das nicht sehen können, weil wir das nicht mit einem Mikroskop nachprüfen können, heißt es doch nicht, dass es deswegen nicht vorhanden ist. Wer sagt, dass wir nicht irgendwann einmal so weit sind, um vielleicht sogar, ja, solche Dinge, auch physikalisch oder wie auch immer, nachprüfen zu können? Das heißt, nur weil wir eine Sache noch nicht entdeckt haben oder nicht kennen oder nicht sehen können, bedeutet das noch lange nicht, dass diese Sache nicht existiert. Auf der anderen Seite dürfen wir aber auch nicht das machen, was viele Menschen machen, die abergläubisch sind. Und zwar alles, was ihnen widerfährt, auf irgendwelche Djinn oder schwarze Magie oder ähnliches zurückzuführen. Das ist ein anderes Extrem. Das heißt, wir haben einmal das Extrem, zu versuchen, alles rational zu erklären und jegliche Form von Reib, vom Verborgenen zu verleugnen, weil wir sehen es ja nicht. Und auf der anderen Seite haben wir eine große Gruppe von Muslimen auch. Und im Übrigen nicht nur Muslime, auch nicht Muslime. Es gibt es auch im Christentum, gibt es auch im Judentum, überall. Ja? Die einen starken Drang dazu haben, alles mit übernatürlichen Kräften zu erklären. Das heißt, Beispiel. Du hast ein Problem mit deiner Ehefrau. Ah, das stimmt irgendjemand, der uns verzaubert hat. Wer sagt dir das? Nur weil du glaubst, du bist so wichtig, dass jeder verzaubern möchte. Weißt du, du bist so wichtig für die Menschen, dass sich jeder versuchen will zu verzaubern. Ja? Guck doch mal einfach, woran dieses Problem, könnte es vielleicht nicht ein anderes Problem geben? Dein Kind macht Probleme. Ah, bestimmt ist da irgendwie was mit Hass hat oder ein. Nein, schau doch erstmal nach, was die eigentlichen Probleme sind. Ich habe Depressionen, also ich bin verzaubert. Es ist ein Djinn in mir. Nein, Depressionen sind eine Krankheit, eine psychische Krankheit, die man behandeln kann. Ich muss also zu was gehen? Ich muss zu einem Psychiater gehen, der sich damit auskennt und der mir weiterhelfen kann. Und ich sage euch ganz ehrlich, die meisten Fälle, die ich erlebt habe, wo Leute kamen und gesagt haben, kannst du mal bitte gucken, Ruqya machen, weiß ich nicht was. In den meisten Fällen, wenn du dir das anhörst, hat das nichts mit Sihr zu tun, nichts mit Djinn zu tun, überhaupt nicht. Sondern in den meisten Fällen ist es einfach nur eine psychische Krankheit. Nicht mehr und nicht weniger. Und die Leute sollten einfach in professionelle Behandlung gehen. Das ist alles. In den meisten Fällen. Gibt es auch Fälle, wo es mit Djinn zu tun? Natürlich gibt es auch solche Fälle. Ich habe selbst Fälle erlebt, wo ich sagen muss, ich kann mir das kaum vorstellen, dass es was mit einer psychischen Krankheit zu tun hat. Aber Allahu a'lam. Ja, ich habe auch Leute erlebt, die geheilt wurden durch Ruqya. Ich kenne auch Leute, persönlich einige, die durch Ruqya geheilt wurden. Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Aber zu sagen, jede Krankheit, die ich habe, jedes Problem, was ich habe, muss etwas mit übernatürlichen Kräften zu tun haben, ist auch Unsinn. Das stimmt nicht. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, subhanallah, dieser Punkt ist sehr, sehr wichtig, deswegen müssen wir hier noch kurz etwas ausführen. Unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hat der Umma das beigebracht. Verschiedene Stellen. Dass nicht alles etwas mit übernatürlichen Kräften zu tun hat. Als sein Sohn Ibrahim gestorben ist, gab es etwas Unglaubliches. Und zwar genau an diesem Tag gab es eine Sonnenfinsternis. Normalerweise jeder Hochstapler, wenn es irgendeinen Propheten geben würde, oder jemand, der behauptet, Prophet zu sein, ja, der würde sagen, guckt, das ist das Zeichen,
selbst die Sonne trauert um meinen Sohn. Und einige haben gesagt, Allahu Akbar, einige Muslime haben gesagt, die Sonne hat sich verfinstert, weil der Sohn des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gestorben ist. Und was sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Die Sonne und der Mond sind zwei Zeichen Allahs. Die verfinstern sich nicht wegen dem Tod eines Menschen. So wichtig ist der Mensch nicht. Selbst wenn es der Sohn eines Propheten sein sollte. So wichtig ist der Mensch nicht, dass sich die Sonne verfinstert. Sondern es sind zwei Zeichen Allahs subhanahu wa ta'ala. Dann, eine Frau kommt zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Diese Frau hatte epileptische Anfälle. Schlimme Krankheit. Und sie sagte, ja Rasulallah, bitte Allah für mich, dass er mich heilt von dieser Krankheit. Wahrscheinlich ist sie davon ausgegangen, sie hat einen Dschinn oder ähnliches. Wie viele Menschen gedacht hatten zu dieser Zeit und immer noch heute denken. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm? Er sagte, wenn du möchtest, mache ich Dua. Guck mal, er sagte nicht, ich mache Ruqya, ich mache Dua für dich. Und Allah ta'ala, er wird dich von dieser Krankheit heilen. Und wenn du möchtest, dann bist du geduldig und du bekommst dafür das Paradies. Wenn es ein Dschinn wäre, hätte nicht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Ruqya gemacht oder gesagt, ich werde dir den Dschinn austreiben? Er hat gesagt, nein, das ist eine Krankheit. Und deswegen, er hat gesagt, wenn du willst, mache ich Dua, dann wird Allah dich heilen von dieser Krankheit. Und wenn du willst, bist du geduldig. Da meinte sie, ich will das Paradies. Aber bitte Allah Ta'ala nur um eine Sache. Dass, wenn mir das passiert, ich mich dabei nicht ausziehe. Ihr müsst euch vorstellen, die Frauen hatten damals einfach ein Gewand gehabt. Ja, und es konnte sein, wenn sie so einen Anfall hat, dass sie hat sich ja nicht mehr unter Kontrolle. Es kann sein, dass sie sich dabei auszieht und entblößt vor den Männern irgendwo auf der Straße. Und deswegen, Udu'ullaha alla atakashaf, bitte Allah Ta'ala, dass ich mich nicht ausziehe dabei. Woraufhin der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam diesbezüglich Dua gemacht hat. Subhanallah. Und daran erkennen wir, ja, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat uns beigebracht, nicht alles hat was mit übernatürlichen Kräften zu tun. Selbst wenn es so etwas wie ein epileptischer Anfall ist, wo man sehr schnell sagen könnte, ja, ein Dschinn hat sie befallen. Und heutzutage immer noch viele Menschen sagen, es ist ein Dschinn, der sie befallen hat. Obwohl das mit Dschinn überhaupt nichts zu tun hat. Es ist einfach nur eine Krankheit. Kommen wir zurück, inshallah, zu den Dschinn. Das heißt, die Dschinn haben jetzt gesehen, da hat sich etwas verändert. Wir können nicht mehr einfach so die Nachrichten des Himmels abhören. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit dazu. Und jetzt gehen sie weiter. Und jetzt sagen sie, وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Und wir wissen doch nicht, wir haben keine Ahnung. Die Dschinn sind keine allwissenden Wesen. Sie sind andere Wesen. Sie haben andere Fähigkeiten als wir Menschen. Sie werden älter als wir Menschen. Bis zu 5000 Jahre werden sie alt. Sie können sich schneller bewegen als Menschen, haben andere Fähigkeiten als Menschen. Aber sie sind nur Geschöpfe Allahs, nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen haben sie gesagt, und wir wissen doch nicht, ob für diejenigen auf der Erde Schlechtes gewollt wird oder ob ihr Herr für sie Besonnenheit führen will. Also mit anderen Worten, dieses Zeichen, dass der Himmel plötzlich bewacht wird, dass wir nicht einfach mehr so den Himmel abhören können. Ist das ein gutes Zeichen oder ist das ein schlechtes Zeichen? Wir wissen es einfach nicht. Wir haben keine Ahnung. Und das zeigt noch einmal, die Dschinn selbst haben kein Wissen über das Verborgene, sondern sie haben versucht, sich Wissen anzueignen, indem sie nämlich den Engeln gelauscht haben, wie sie einander die Informationen übermittelt haben. Weder die Engel kennen den Raib, noch die Dschinn kennen den Raib. Sie haben ein wenig gelauscht und haben dann diese Informationen, die sie gelauscht hatten, genommen, nochmal 10 weitere Sachen hinzugedichtet und es dann den Menschen gesagt, die mit ihnen zusammengearbeitet haben. Und genau das machen auch heutzutage irgendwelche Leute, die schwarze Magie betreiben oder die Zukunft voraussagen oder ähnliches. Es gibt einige, die arbeiten wirklich mit Dschinn zusammen. Und die haben dann vielleicht eine Information und dichten dann noch einmal aufgrund ihrer Erfahrung viele andere Informationen hinzu. Das ist möglich.
Es kann aber auch sein, dass es einfach nur Mittel sind, die sie gelernt haben, womit sie die Psyche des Menschen beeinflussen können, wo ihnen einige wenige Informationen über diesen Menschen ausreichen, um ihnen irgendetwas zu erzählen. Der Mensch dann sagt, oh, das stimmt. Davon habe ich aber jetzt nicht gerechnet, dass sie das wissen. Beides ist möglich und wir wissen es nicht. Und auf jeden Fall ist es sehr interessant, wie hier, subhanallah, die Dschinn gesprochen haben. Die Dschinn hatten gewaltigen Adab gegenüber Allah. Warum? Und zwar, lasst uns diese Ayah nochmal jetzt anhören. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Der erste Teil dieser Ayah ist im Passiv. Der zweite Teil dieser Ayah ist im Aktiv. Was heißt das? Lass uns nochmal anhören. Und wir wissen doch nicht, ob für diejenigen auf der Erde Schlechtes gewollt wird. Hier wird nicht gesagt, wer Schlechtes will. Es wird gesagt, ob Schlechtes gewollt ist in Passiv. Also es wird hier kein Fa'il, also niemand sozusagen Aktives genannt. Es wird nicht gesagt, ob Allah Schlechtes will, sondern es wird nur gesagt, ob Schlechtes auf der Erde gewollt wird. Und dann, aber wo es um das Positive geht, sagen sie, oder ob ihr Herr sie zur Besonnenheit führen will. Und hier wird ganz klar Allah genannt als Fa'il. Warum haben sie das gemacht? Und was lernen wir daraus? Und zwar, wir als Muslime wissen und verinnerlichen, dass es nichts auf dieser Welt gibt, was nicht auf Allah zurückzuführen ist. Ob es gut ist oder ob es schlecht ist. Das Gute und das Schlechte. Warum ist das so? Weil es nur einen einzigen Schöpfer in diesem Universum gibt. Und das ist wer? Das ist Allah. Es gibt nur einen Schöpfer, das ist Allah. Und wenn es nur einen Schöpfer gibt, was bedeutet das? Dass nichts geschehen kann in diesem Universum, ohne die Erlaubnis Allahs und ohne dass Allah Ta'ala es erschafft und zulässt. Unabhängig davon, ob es gut ist oder ob es schlecht ist. Das heißt, Allah Ta'ala, er lässt die schlechten Dinge zu, obwohl er sie nicht will. Aber er lässt es zu, weil er nämlich dem Menschen die Fähigkeit gegeben hat, frei zu entscheiden. Und ich als Gläubiger musste, mache was. Mache es genauso, wie die Dschinn machen. Wenn mir etwas Schlechtes widerfährt, dann schreibe ich das wem zu? Mir selbst. Und wenn mir etwas Gutes widerfährt, dann schreibe ich das wem zu? Allah subhanahu wa ta'ala. Weil ich als Mensch weiß, dass eigentlich Allah ta'ala nur das Beste für dich möchte. Und dass wenn ich seine Gebote richtig befolgen würde, dann würde mir eigentlich auch nur Gutes widerfahren. Und selbst wenn ich von einem Schicksalsschlag getroffen werden sollte, für den ich nichts kann, dann weiß ich, dass eigentlich darin etwas Gutes liegt. Und trotz alledem schreibe ich es immer mir selbst zu, aus Respekt gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Genauso auch, wie es die Dschinn hier machen. Das Schlechte, da erwähnen sie nicht Allah ta'ala. Aber beim Guten erwähnen sie Allah subhanahu wa ta'ala. Und so sollte die Einstellung eines Mu'min sein. Wenn mir etwas Schlechtes widerfährt, dann suche ich bei mir selbst. Ich gucke, was könnte der Grund sein, dass es mir nicht gut geht. Ich sage nicht, ja Allah, warum? Nein, ich suche bei mir selbst. Ich versuche mich selbst zu ändern. Und wenn mir etwas Gutes widerfährt, dann sage ich Alhamdulillah und schreibe dies Allah subhanahu wa ta'ala zu. Ja? Weil ich nur das Gute Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibe, bitte. Ich habe mir jetzt nicht ganz verstanden, inwiefern beeinflusst das, also inwiefern ist das für uns gut oder schlecht, dass die dem Reib nicht mehr zuhören können? Inwiefern das für uns gut oder schlecht ist? Uns ist das eigentlich egal. Ja, ob sie dem Reib zuhören oder nicht, können wir sowieso nicht beeinflussen. Ja? Es geht nur darum, was können wir für Lehren daraus für uns ziehen. Und zwar einmal, dass der Koran an sich für uns ein Schutz ist, unabhängig davon. Ja? Ob das für uns gut oder schlecht ist, das ist eine andere Sache. Weil es wird immer Menschen geben, welche auf irgendwelche Wahrsager hören werden. Unabhängig davon, ob die Wahrsager nun, sage ich mal, richtige Informationen haben oder ob sie falsche Informationen haben. Für uns macht das keinen großen Unterschied. Nur wir wissen eine Sache. Die verborgene Welt und das Verborgene kennt nur wer? Kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sollte ich als Muslim mich niemals an einen Wahrsager oder einen Zauberer oder einen Magier oder was ich wem bin. Ja, oder irgendeinen Menschen, der mir erzählt, was in der Zukunft geschieht. Wie wir es am Ende der Sura noch haben werden. Gut. Und jetzt erzählen die Dschinn, und es gibt übrigens nochmal, das wird bestätigt, in diesem schönen Dua, was uns unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam beigebracht hat, wenn er nämlich das Gebet eröffnet hat, dieses
wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ard. Am Ende dieses Duas sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, folgendes. Labbaik wa sa'daik, also hier bin ich, ich stehe dir zu Diensten. Wal khayru kulluhu fi yadayk, und das Gute, das alles Gute ist in deinen Händen. Und jetzt washarru laysa ilayk, und das Schlechte und das Böse wird nicht dir zugeschrieben. Ganz wichtig. Wir schreiben Allah Ta'ala nur das Gute zu und nicht das Schlechte. Das Schlechte, das führe ich auf mich. Das ist eine wichtige Einstellung in unserem Leben, meine lieben Geschwister, wirklich. Auch für uns im Leben im Allgemeinen. Sehr wichtig. Und das sagen auch viele Coaches. Immer wieder, hörst du auch immer in vielen Vorträgen, auch von Nicht-Muslimen. Und zwar, die Einstellung, die viele Menschen haben, immer den anderen die Schuld zu geben. Wenn etwas nicht gut läuft, ja, weil der Lehrer ist schlecht. Deswegen habe ich die schlechte Note. Weil meine Familie hat mich nicht gut erzogen, deswegen bin ich nicht gut erzogen. Sofort, ja. Weil die Gesellschaft so schlecht ist, deswegen bin ich auch schlecht. Suche nicht die Schuld bei anderen, das bringt dich nicht weiter. Suche immer die Schuld bei dir selbst. Guck immer, was könnte ich verändern, damit es mir besser geht. Und nicht mich darauf ausruhen, dass alle um mich herum schlecht sind. Und somit mich sozusagen zu beruhigen, ah, ich kann ja nichts dafür. Warum haben andere Erfolg? Mal ganz ehrlich. Die mit dir in derselben Gesellschaft leben. Es gibt Leute in derselben Familie, Brüder, Geschwister. Der eine ist erfolgreich, der andere ist nicht erfolgreich. Haben dieselbe Erziehung gehabt, alles gleich. Warum ist der eine erfolgreich, der andere nicht erfolgreich? Am Ende liegt es am Menschen selbst. Ich kann die Einstellung haben, immer die Schuld auf andere zu schieben. Dann werde ich niemals Erfolg haben im Leben. Und ich kann die Einstellung haben, dass ich sage, egal was ist, ich versuche daraus das Beste zu machen. Und dann werde ich Erfolg haben. Seid euch dessen sicher. Wenn ihr das so heute mit nach Hause nehmen und so umsetzen in unserem Leben, glaubt mir, wir werden erfolgreich sein. Weil wir werden aus jeder Situation das Beste machen. Aus jeder Situation, egal wie schwierig die Situation ist. Ich habe neulich eine Doku gesehen, habe ich glaube ich davon erzählt, über einen Gefangenen aus Kuwait, der in Guantanamo gewesen war. Und wenn wir über Guantanamo reden, dann reden wir über eine ganz andere Welt. Also es ist wirklich eine Prüfung. Folter, alles was dazu gehört. Volles Programm, aber aufs Schlimmste Folter. Aber subhanallah, was er erzählt hat, ist unglaublich. Dass die Leute, die in diesem Gefängnis gewesen waren, trotz alledem das Beste aus ihrer Situation gemacht haben. Und wisst ihr, was dann am Ende passiert ist? Es gab Wächter, die durch diese Gefangenen den Islam angenommen haben. Es gab Leute, die haben den Koran auswendig gelernt dort. In Guantanamo. Koran auswendig gelernt. Schaut mal. Ja? Das heißt, ich kann sagen, oh, ich kann nichts machen, es geht nicht und ich bin ein Opfer. Natürlich, du bist ein Opfer, gar keine Frage in diesem Fall. Du bist im Gefängnis, zu Unrecht, gar keine Frage. Aber ich kann auch aus dieser Situation das Beste machen. Es gibt viele Leute, die in politische Gefangene, in Ägypten, woanders, die haben Studiengänge abgeschlossen im Gefängnis. Studiengänge. Die haben Recht studiert, Jura studiert, alles Mögliche. Warum? Weil die waren zusammen. Der eine war sozusagen Professor in, weiß ich nicht, Doktor in Jura. Ja, der hat dann die Leute unterrichtet. Die haben eine richtige Universität aus dem Gefängnis gemacht. Subhanallah. Koran auswendig gelernt, alles Mögliche. Ich habe von einem gelesen, subhanallah, der hat mir, weiß nicht, ob das ein Vortrag war oder ob ich da was gelesen hatte, kann mich nicht mehr erinnern, ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Aber er meinte, ich war in diesem Habs in Firadi, das heißt in einer Einzelzelle. Aber das war nicht eine Einzelzelle gewesen, sondern das war einfach nur ein Schacht gewesen. Ein Schacht, das heißt, er hat gestanden, konnte sich kaum bewegen. Und er hat gesagt, okay, was mache ich jetzt? Ich bin jetzt hier, ich kann nicht mal meine Arme ausstrecken, ich muss irgendwas machen. Und er hat sich den Tag in diesem Schacht eingeteilt. Ja? Ein bisschen Sport gemacht, damit er sozusagen in Bewegung bleibt. Ja? Hat sein Wort vom Koran gelesen, hat Zikr gemacht. Ja? Das heißt, er ist in einem Schacht und steht, kann sich kaum bewegen, aber trotzdem macht er das Beste daraus. Das ist doch drauf. Dann, guck mal, das ist der Unterschied. Ja? Der eine sagt, na, guck mal, ich kann nichts machen und gibt immer den anderen die Schuld. Und der andere sagt, ich mache aus der Situation, in der ich bin, das Beste. Und kann sich trotzdem entwickeln und kann sogar im Gefängnis noch etwas Gutes machen. Etwas lernen. Lass mal die Fragen am Ende machen, außer es ist eine Verständnisfrage. Achso, dann kommen wir weiter, inshallah. Und jetzt reden die Djinn über was? Jetzt gehen sie weiter und zeigen, es gibt unter den Djinn sowohl gute als auch schlechte. Und unter uns gibt es Rechtschaffene
Und unter uns gibt es solche, die weniger rechtschaffen sind. Wir sind getrennten Wegen gefolgt. Genauso wie die Menschen. Es gibt auch die Menschen Gute und es gibt auch die Menschen Schlechte. Es ist deine Entscheidung, welchen Weg du gehst. Es ist deine Entscheidung, welchen Weg du gehst. Allah Ta'ala, er hat dir die beiden Wege aufgezeigt. Den Weg des Guten und den Weg des Schlechten. Und du kannst entscheiden, welchen der beiden Wege du gehen möchtest. Und dann, وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا. Und wir meinten, dass wir uns auf der Erde Allah niemals entziehen können und dass wir uns ihm niemals durch Flucht entziehen können. Das haben sie gesagt, nachdem sie den Iman angenommen haben. Es war ihnen bewusst gewesen, wir können uns nicht vor Allah verstecken. Wir sind Djinn, also nochmal ganz andere Wesen, ganz andere Fähigkeiten als wir Menschen. Und trotzdem haben wir nicht die Fähigkeit, uns vor Allah zu verstecken. Weder in der Dunya noch im Akhir. Und auch du, O Benu Adam, O Sohn Adams, du kannst dich vor Allah nicht verstecken. Du kannst dich vor Allah fliehen. Du bist hier auf dieser Welt. Ya ma'ashar al-jinni wal-insi. Allah Ta'ala, er spricht hier die Djinn in Surat al-Rahman. Die Djinn und die Menschen an. Ya ma'ashar al-jinni wal-insi. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أو يا warum finde ich hier gerade nicht تنفذوا ach تنفذوا so ich habe hier noch ein Programm wo ich immer dann noch die genaue Eier habe Vers Nummer 33 in Surat Al-Rahman spricht Allah die Djinn und die Menschen an. O ihr Gesellschaft der Djinn und der Menschen, wenn ihr aus den Bezirken der Himmel und der Erde hinausdringen könnt, so dringt doch heraus, ihr werdet nicht herausdringen, außer mit einer Ermächtigung. Außer wenn Allah subhanahu wa ta'ala es zulässt, ihr könnt versuchen zu fliehen, aber ihr werdet nicht fliehen können. Und jetzt könnte jemand sagen, aber Elon Musk ist doch schon auf dem Mars fast. Ja, hier gibt es doch Leute, die versuchen zu fliehen. Wer sagt denn, dass der Himmel nur unser Himmel ist? Das, was wir sehen an Sternen, das ist der unterste Himmel. Das heißt, ja, ein Stern, wie weit sind wir vom nächsten Stern entfernt? Wir sind gerade mal in unserem Sonnensystem und haben es noch nicht einmal geschafft, auf den nächsten Planeten zu gelangen. Also einen Menschen hinzuschicken, zum Mars. Ja? Wie weit sind wir denn entfernt von einem anderen Stern, von einer anderen Galaxie? Und das alles gehört zu was? Zum untersten Himmel. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. Und wir haben den untersten Himmel geschmückt mit dem Schmuck der Himmelskörper. Das heißt, die Sterne, die wir sehen, die Millionen von Lichtjahren, wenn nicht sogar mehr, entfernt sind von unserer Erde, die wahrscheinlich gar nicht mehr existieren und wir nur noch das Licht sehen und sie schon längst erloschen sind, das alles gehört was? Zum untersten Himmel. Also, wenn jetzt jemand sagt, nicht, dass jemand sagt, ich kann mir denken, dass einige jetzt denken würden, aber guck mal, wir sind doch schon mal auf dem Mars. Das alles ist noch nicht mal der erste Schritt zum Himmel. Die Sterne, die wir sehen, die gehören alle zum untersten Himmel. Da kann man sich ja vorstellen, wie groß der zweite Himmel sein muss, der dritte Himmel, der vierte, der fünfte, der sechste, der siebte. Unglaublich, man kann sich das gar nicht vorstellen. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala hier die Djinn zitiert, die es verstanden haben, wir können nicht fliehen. Egal, was wir machen, wir haben nicht die Fähigkeit. Und wir werden eines Tages vor Allah ta'ala stehen und wir werden zur Rechenschaft gezogen für das, was wir getan haben. Nachdem sie das gesagt haben, gehen die Djinn weiter und sie sagen uns Folgendes, das habe ich hier natürlich genau, die Eier gerade nicht vor mir. Und zwar, وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Und als wir die Rechtleitung hörten, glaubten wir daran. Wer an seinen Herrn glaubt, der befürchtet keine Lohnschmälerung und keine Drangsal. Das zeigt, dass diese Djinn, die diesen Koran gehört haben, das erste Mal Djinn gewesen sind, die ein reines Herz hatten. Sie haben den Koran einmal gehört und direkt akzeptiert.
Und es gibt Menschen, subhanallah, die solch ein reines Herz haben, auch unter den Menschen. Der Koran berichtet uns von einigen. Kennt ihr Beispiele aus dem Koran, wo Leute ein Zeichen Allahs sehen oder hören und direkt glauben, ohne zu zögern? Ja. Ja, vielleicht Geschichte aus dem Koran. Omar, nee, Omar ibn Khattab, der hat einiges an Zeit gebraucht. Ja, aber es gibt viele Sahabis, die so waren. Genau, es gibt viele Sahabis, die direkt akzeptiert haben. Ja? Ja, die Zauberer, die versucht haben, gegen Musa anzutreten. Sie haben die Wahrheit gesehen und sofort geglaubt und waren sogar bereit gewesen, ihr Leben dafür zu opfern. Und haben es geopfert und wurden gekreuzigt. Was für ein schmerzvoller Tod. Was für ein schmerzvoller Tod. Wir können uns sowas gar nicht vorstellen, subhanallah. Was für ein schmerzvoller Tod. Aber sie haben das in Kauf genommen. Direkt geglaubt. Das heißt, es gibt Menschen, subhanallah, genauso wie dieses Djinn. Die hören einmal den Koran und glauben sofort. Wenn du auch manchmal so Geschichten hörst von auch Konvertiten, ist unglaublich. Also ich habe Geschichten gehört, wo ich so gesagt habe, subhanallah, kann, ist unglaublich. Was müssen die für ein reines Herz haben, dass sie direkt die Botschaft akzeptieren? Ein Bruder hat mir mal erzählt, den ich auch persönlich kenne, hat mir gesagt, ich bin zum Glauben gekommen, ich habe einen Koran bekommen, eine Übersetzung. Und ich habe nur in Surat Baqarah gelesen, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Jedes Buch, kein Zweifel in ihm. Und es war mir klar, das ist die Botschaft Allahs. Diese Eier, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, sozusagen, dass so etwas in einem Buch steht, dass es keinen Zweifel gibt und dass das ein Autor ist, der das über sein eigenes Buch schreibt. Und das hat ihn sofort zu Allah Ta'ala geführt. Haben das bis heute noch Muslim. Und sogar aktiver Muslim, alhamdulillah. Ja? Es gibt Menschen, subhanallah, die hören die Wahrheit und sie akzeptieren sie sofort. Ja? Und deswegen, ja, وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ. Und als wir die Rechtleitung hörten, glaubten wir daran. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Wer an seinen Herrn glaubt, der befürchtet keine Lohnschmälerung und keinen Drangsal. Also wer glaubt, der braucht sich keine Sorgen zu machen. Allah Ta'ala, er wird ihm seinen Lohn vollständig geben, so wie es Allah Ta'ala in Surat An-Nahl gesagt hat. Und zwar sagt Allah Ta'ala, jetzt fällt mir gerade die Ehe nicht ein. من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فين كي أي أن نادي حفاظ ضد أنس من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ذاك شفناه أب من ولا فخو unglaubliches فلا نحيينه حياة طيبة die werden wir ein schönes Leben finden lassen auf der Erde ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعمل und denen werden wir ihren Lohn geben mit dem Besten was sie getan haben. Das heißt, du wirst deinen Lohn vollständig bekommen. Vollständig bekommen. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen diesbezüglich. Nichts geht verloren von dem, was du tust. Was können wir noch aus dieser Ehe entnehmen? Etwas sehr Wichtiges. Und zwar, wir sollten grundsätzlich als Muslime, als praktizierende Muslime, sollten wir versuchen, diese Einstellung der Djinn zu haben. Sobald wir etwas Gutes hören, sollten wir versuchen, es umzusetzen. Khayrul birri ajiluhu. Sagen die Gelehrten, das ist glaube ich kein Hadith. Soweit ich mich entsinne, das ist kein Hadith. Der beste Birr, die beste Form von Rechtschaffenheit ist die, die ich sofort praktiziere. Deswegen, wenn du von etwas hörst, was gut ist, und wenn ich jemand zu etwas Gutem auffordere, versuch es direkt umzusetzen. Warte nicht damit, schieb nicht auf, weil du weißt nicht, ob du es später machen musst. Ein Beispiel. Du wirst aufgefordert zu spenden. Na, okay, ich mach's später. Sei dir sicher, der Shaitan wird kommen und wird mit deinen Gedanken spielen und du wirst nicht spenden. Warum? Ja? Weil in dem Moment, wo du aufgefordert bist und du bist motiviert, dann mach es auch. Warte nicht. Du hast eine Sünde begangen. Du hast eine Sünde begangen. Und wer von uns begeht keine Sünde? Und du wachst auf und merkst, das ist ein Fehler gewesen. Bereue sofort. Schieb nicht die Reue auf, die Taube auf. Dieser Taswif, dieses Aufschieben ist vom Shaitan. Was ist nämlich die Absicht des Shaitans? Die Absicht des Shaitans ist es, so lange dich aufschieben zu lassen, bis du nicht mehr aufschieben kannst, bis es vorbei ist. Deswegen sei wie die Djinn. Setze es sofort um, wenn es um etwas Gutes ist, geht. Wenn es um die Dunya geht, ist egal. Ja? Wenn es um die Dunya geht, dann ist es egal. Aber wenn es ums Akhira geht, dann solltest du versuchen, immer schnell zu sein. Deswegen wird auch überliefert von unserem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, ja, dass er sagte, dass ich sozusagen so ein bisschen nach, also erstmal, tu'ada ist so wie, dass ich nicht eine Sache sofort tue, sondern, mir fällt gerade das richtige Wort auf Deutsch ein, nicht ein. Tu'ada, wer kann mir helfen bei tu'ada zu übersetzen?
At-tu'ada. Das heißt, was? Was? Peu à peu. Ja, es gibt auch was für ein Wort. Ja, das ist, also, dass ich eine Sache behutsam angehe. Ja, das ist gut. Dass ich eine Sache behutsam angehe, ist in jeder Sache gut. Außer in einer Sache. Wenn es um das Jenseits geht. Wenn es um die guten Taten geht, dann versuche immer schnell zu sein. Ist besser. So, wir sind gleich fertig, inshallah. Wir werden heute die Sura nicht schaffen. Tut mir leid, ja, aber gut. Khair, inshallah. Und machen wir aber noch diesen Abschnitt zu Ende, inshallah. Und jetzt. Und unter uns sind Gottergebene und unter uns sind vom rechten Weg Abschweifende. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا. Was nun jemanden angeht, der sich Allah ergeben hat, so bemüht er sich um mehr Besonnenheit. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Bis hier. Was aber die vom rechten Weg Abschweifenden angeht, so werden sie Brennholz für die Hölle sein. Okay, jetzt noch einmal. Beschreiben Sie zwei Arten von Jinn. Und Sie sagen, es gibt die Gottergebenen. Und auf der anderen Seite gibt es die nicht gottergeben sind. Die Allah jemanden beigesehen. Und Sie benutzen das Wort Qasitun. Was heißt denn Qasata? Diejenigen, die Arabisch können. Es gibt auch das Wort Qist. Was heißt denn Qist? Was war Qist? Qist ist doch eigentlich Gerechtigkeit. Warum wird es hier übersetzt mit was? Mit vom rechten Weg abschweifende. Weil Qist ist Gerechtigkeit, aber Qast ist Ungerechtigkeit. Subhanallah. Einfach nur Kessel und Fatha verändert die Bedeutung. Und deswegen, Aqsata ist jemand, der gerecht ist. Und Qasata ist jemand, der ungerecht ist. Aqsata ist jemand, der gerecht ist. Und deswegen Muqsit. Al-Muqsituna ala manabira min nur yawm al-qiyam. Die Gerechten werden am jüngsten Tag auf Podesten aus Licht sein. Aber Al-Qasit ist derjenige, der Unrecht tut. Es kommt von Christ. Und Christ Qasata ist so viel wie ein Anteil. Wenn ich sage Qasata, dann bedeutet das, ich habe jemandem seinen Anteil genommen. Wenn ich aber sage Aqsata, dann bedeutet das, ich habe jemandem seinen Anteil gegeben. Deswegen im Arabischen sagt man auch Aqsat, oder? Diejenigen, die Arabisch können, wissen ja Aqsat, sozusagen Bi' bil Taqsit, heißt ja, ja, dass ich sozusagen in Raten etwas verkaufe. Aqsat, die Raten. Qasit ist also jemand, der Unrecht tut. Und Muqsit ist jemand, der gerecht ist, subhanallah. Und hier ist ja etwas sehr interessant. Und zwar, sie sagen nicht die Muslimun und die Kafirun, sondern sie sagen die Muslimun und die Qasitun. Warum? Um uns eine Sache aufzuzeigen. Und zwar derjenige, der Gott ergeben ist, ist auch gleichzeitig gerecht. Und derjenige, der Gott nicht ergeben ist, ist nicht gerecht. Er tut sich selbst Unrecht und er tut Allah Ta'ala Unrecht, auch wenn es Allah nicht schadet. Er tut sich selbst Unrecht. Und deswegen Allah Ta'ala, wie nennt er diejenigen, die sündigen? Al-Zalimuna li anfusihim, diejenigen, die sich selbst Unrecht tun. Du tust dir selbst damit Unrecht. Weil du dich nämlich vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala abwendest. Und deswegen, der Weg Allahs ist ein gerader Weg. Er ist der mittlere Weg. Und dieser mittlere Weg deutet auf Gerechtigkeit. Ich gebe jeder Sache ihr Recht. Und jede Abweichung ist eine Form von Unrecht, weil ich nämlich einer Sache nicht ihr Recht gebe. Wenn ich also den Islam richtig praktiziere, dann zieht das nach, dass ich auch gerecht bin. Mir gegenüber. Gerecht bin den Menschen gegenüber, gerecht bin der Schöpfung Allahs gegenüber und gerecht bin Allah gegenüber. Wenn ich also Muslim bin und Unrecht tue, dann bin ich nicht wirklich Muslim. Dann bin ich Muslim in einem Punkt, aber in anderen Punkten bin ich wiederum kein gottergebener Mensch. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Was aber die vom rechten Weg Abschweifenden abgeht, so werden sie Brennholz für die Hölle sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Das ist dieser Abschnitt, wo die Jinn reden. Und jetzt kommt eine Überleitung. Und diese Überleitung, die wollen wir uns inshallah ta'ala kommende Woche anschauen und werden dann auch die Sura zu 100% abschließen, inshallah. Und zwar jetzt kommt eine sehr interessante Überleitung, ja, mit zwei unglaublichen Bedeutungen. Und dann kommt das, was Allah ta'ala nun dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam auf den Weg gibt.
Und am Ende wird die Sura nochmal abgeschlossen mit einem der zentralen Themen dieser Sura, nämlich wo es um was geht, um den Raib, um das Verborgene. Und dass nur Allah Ta'ala das Verborgene kennt und keine seiner Geschöpfe, außer diejenigen unter seinen Geschöpfen, die Allah Ta'ala darüber in Kenntnis setzt. Aber dazu dann kommende Woche mehr, insha'Allah Ta'ala.